Früher war ich Juwelier. Ich habe mich auf das Einsetzen von Diamanten und Edelsteinen spezialisiert. Im Krieg wurde meine Werkstatt von Terroristen ausgeraubt. Ich hatte 2,5 Kilogramm Gold, die mein Kapital waren. Als Folge des Krieges wurde ich mit Staub zurückgelassen. Nicht genug. Mein Haus wurde durch eine Rakete beschädigt. Vor dem Krieg konnten wir Menschen finanziell helfen. Als der Krieg jedoch begann, habe ich mein ganzes Geld verloren. Also konnte ich nur in absoluten Notfällen helfen. Durch Freiwilligenarbeit habe ich viele gehörlose Menschen und stumme Familien getroffen. Ich fühlte mich wie ein Zeichen von Gott, dass ich dienen und diesen Menschen helfen muss. Da sie taub waren, waren ihre kleinen Kinder ihre Ohren und führten sie in Sicherheit. Ich fühlte, wie der Boden bebte wegen der Bombenangriffe. Das passierte überall. Und ich sah, wie meine Tochter schrie, weil sie so verängstigt war. Damals war die Gemeinschaft der Tauben und der Stummen in großer Not. Sie brauchten einen spirituellen Mentor, der Gottes Lehren weitergibt. Niemand hatte ihnen die Bedeutung von Gottes Lehren erklärt oder wie man sie anwendet im eigenen Leben. Mit der Unterstützung von Kirche in Not einten wir diese verstreuten Familien zu einer liebevollen, großen Familie. Sie heißt Familie der stillen Maria. Ohne die Unterstützung von Kirche in Not, das 90% von ihnen auf ihrem Lebensweg begleitet hat, wären sie in Obdachlosigkeit und große Schwierigkeiten geraten. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, Ihre Unterstützung fortzusetzen, weil der Bedarf größer ist als zuvor. Senden Sie ihnen Hoffnung mit Ihrem Geschenk. Ihr Glaube ist ein Geschenk an uns alle.